Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Es geht also um das Thema Terme, Terme mit Variablen. Schreibt bitte das so vom Arbeitsblatt ab, wie ich es aufgeschrieben habe, also das, was so gelb hinterlegt ist. Weil so wie das hier im Buch steht, gefällt mir das nicht so richtig. Hier steht, Terme sind Rechenausdrücke, in denen Zahlen, Variablen und Rechenzeichen vorkommen können. Und das ist hier in meinen Augen, ja, das ist eigentlich weder eine Zahl noch eine Variable. Also das finde ich jetzt nicht so gut, wie es im Buch gemacht worden ist. Ich will das vielleicht nochmal erläutern. Also, was eine Zahl ist, weiß jeder. Ich habe hier mal ein paar Zahlen aufgeschrieben, die ihr kennt. Natürliche Zahlen, gemeine Brüche, Dezimalbrüche, gemischte Zahlen, periodische Brüche, das sind alles Zahlen. Variablen, haben wir gesagt, sind Platzhalter, also irgendwelche Buchstaben sind das in aller Regel in der Mathematik, kleine Buchstaben, manchmal auch große Buchstaben. In der Informatik wird das dann ein bisschen anders aussehen. So ein Rechenzeichen kennt ihr ja nun alle, plus, minus, mal, dividiert. Man könnte auch das Potenzieren mit reinnehmen, irgendwann mal das Wurzel ziehen und so weiter. So ein Term habe ich immer, wenn ich Variablen, Zahlen und Rechenzeichen sinnvoll miteinander verbinde. Also ich nehme meinetwegen die Zahl 1 plus 4, wäre also ein Term. Ja. Oder x minus y wäre auch ein Term. Ich kann auch das und das verbinden mit dem Rechenzeichen. Also meinetwegen 2 Drittel mal b. Und auch einzelne Zahlen oder einzelne Variablen sind mathematisch gesehen Terme, also meinetwegen 1,5 Periode 5 ist ein Term oder nur die Variable a ist ein Term. So, keine Terme liegen vor, wenn ich da keine sinnvolle Verknüpfung habe. Also wenn ich nur das Plus nehme, das Rechenzeichen ist kein Term. Ja, muss ich ja wissen, was soll denn addiert werden? Oder wenn ich einfach sage, meinetwegen 7 minus. Ja, dann fehlt hier der Subtrahent. Minuend minus Subtrahent. Also hier fehlt der Subtrahent, also praktisch eine Zahl oder eine Variable. Ja. Auch wenn er hinschreibt, 5 plus 3 ist gleich 8. Das ist kein Term, das sind nämlich zwei Terme. Das wäre der erste, das wäre der zweite Term. Und die sind mit einem Gleichheitszeichen verbunden. Also das Gleichheitszeichen ist ja kein Rechenzeichen. Okay. So viel also zum Thema Terme und keine Terme. Also sollt ihr dann nochmal selbst ein paar Beispiele finden. Ich denke, das bekommt man hin. Dann zur Aufgabe 7, ersetze die Variable. Also hier geht es erstmal nur darum, dass ich nochmal dran denke, eine Variable kann durch eine Zahl ersetzt werden. Ja, also schreibt da am besten hin. Ich mache es mal auf den Schmierzettel. Seite 145, Nummer 7. So, Aufgabe A. Hier steht, x ist die kleinste Zahl. Und da schreibt also hin, die kleinste Primzahl, x ist gleich. Und was ist die kleinste Primzahl? Bitte, bitte, bitte schreibt nicht die 1 hin. Was ist die kleinste Primzahl? So, Aufgabe B. 0,25 hat den gleichen Wert wie der Bruch y. Also gemeint ist dann immer der gemeine Bruch, weil das ja auch ein Bruch ist, ein Dezimalbruch. Also schreibt dann y ist gleich. Hier verrate ich mal die Lösung. Das sind 25. Die schreibe ich also in den Zähler hin. Und dann wisst ihr, wie es war. Zähler, Zehner, Hunderter. Also sind das 25 Hunderter. Und das kann ich ja kürzen. Das ist ein Viertel, ne?
So, z ist eine Quadratzahl. Hier steht eine Quadratzahl. Also es ist egal, welche ihr jetzt nehmt. Ich nehme jetzt mal die Quadratzahl 9, weil 3 mal 3 ist 9. Ihr nehmt aber bitte mal eine andere. Also hier gibt es mehrere Möglichkeiten und so weiter. Bekommt man hin. So, dann sollt ihr machen die Termwertberechnungen. Berechnen von Termwerten. Also mein Term, den ich jetzt hier habe, ja, hier, mein Term, der bekommt einen bestimmten Wert. Also ich will wissen, was ist denn der Termwert? Also 1 plus 4, der Term wäre dann 5 Wert. Also ich muss für den Term dann eine Zahl schreiben. So, jetzt hatte ich mir hier die Aufgabe 1 auserkoren. Da würde ich halt eine Tabelle machen, hatte ich ja vorgegeben. Also, ich habe den Term 6 mal x, ist ein Term. Ich habe ja eine Zahl 6, eine Variable x und das habe ich mit den Rechenzeichen mal verbunden. So, wenn ich jetzt für x die 1 einsetze, 6 mal 1 ist 6. Also wäre der Term in dem Fall 6 wert. Setze ich die 4 ein, 6 mal 4 ist der Term dann 24 wert. Denke ich auch, dass man das hinbekommt. Mal gucken, 6 mal 12 mal x, dann x Quadrat plus 1, 8 minus x. Und 2 mal x minus x. Okay. Also denkt dran hier, x Quadrat, das kann ich euch vielleicht nochmal erläutern. Ich schreibe es mal hier unten drunter. X Quadrat ist ja das gleiche wie x mal x. Also ich mache es hier mal mit der 4. Hier müsste ich also rechnen, 4 mal 4 ist 16 plus 1 wäre der Term also hier 17 wert, wenn ich für x 4 einsetze. Jo, Seite 147 Nummer 4 würde ich genauso machen mit einer Tabelle. Okay, jetzt klingelt das Telefon. Also würde ich genauso mit einer Tabelle machen. Bekommt man hin.